Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Code Veronica. Und genau, liebe Freunde, wir waren hier beim letzten Mal tatsächlich endlich aus dieser Fabrik da ausgebrochen und aus der Einrichtung und sind jetzt hier auf dem Weg irgendwo hin. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und unsere Heilung ist ziemlich... Ja, das ist jetzt fast die letzte Heilung, die wir hier haben. Wir haben nicht viel Munition dabei, außer das Schützengewehr, was wir beim letzten Mal gekriegt haben, weil wir Alfred runtergefallen ist und hat netterweise seine Waffe liegen lassen. Und wir waren jetzt hier auf dem Weg zu entkommen. Da würde ich sagen, Steve. Hurry up. Go, go, go. Ja, let's go, komm. Was ist denn hier los? Ja, sehr gut. Okay. Nein! Nein! Jetzt kein Endboss, bitte! Oh, shit! Nicht direkt am Anfang! Scheiße! Okay, das ist der Butler, den wir in der letzten Folge gesehen haben. Und er hat einen Schwachpunkt. Hold on, I'll wake that monster and come back. Claire, forget about me. Run! Das Ding hat einen Schwachpunkt. Und ich glaube, da müssen wir jetzt mit der Sniper drauf zielen. Und ach, du Scheiße, ist das Ding nah dran. Wow. Okay. Okay, und... da drauf! Na verdammt nochmal! Schieß auf sein Herz! Oh Gott, Claire, schieß auf sein Herz! Scheiße! Puh, ey! Oh Gott! Ah, was ist das? Das ist irgendwie Giftgas oder so? Oh Gott! Und rot! Wir sind rot! Alles klar! Schieß ihm auf sein... Nein, ich hab... Scheiße! Scheiße, wir sind runtergefallen, was? Oh Gott. Ja, wir dürfen nicht so nah an die Ränder gehen, weil sonst schubst er uns runter. Ganz toll, ja, ist halt sehr rutschig, ne? Scheiße. Wir sehen uns da gleich wieder. So, ach, Mann, du nervst, blödes Ding. Ah, das gibt's nicht, ne? Alter Schwede. Ja, na klar. Triff mich direkt vor der Distanz hier. Geh bitte ins Menü. Und rot, ja, das ist okay. Ah! Schieß einfach weiter drauf da! Das gibt's ja wohl nicht! Es reicht nicht! Okay, das hier reicht schon mal nicht, okay. Okay, schieß einfach weiter. Ja, nein! Aua, boah, bist du wahnsinnig. Ich hoffe, dass wir das schaffen. Mit der Muni auch. Ich wusste das nicht, dass hier etwas kommt. Ah, ich habe schon wieder nicht die... ich bin so nervös immer. Was ist das für ein Vieh? Was ist das für ein Vieh? Ach nee, nicht wieder hier dieses Scheiß... Komm, schieß drauf. Aua. Oh Gott. Oh Gott, nein, es lebt noch. Nein, es lebt noch. Pistole. Scheiße, mit Pistole gegen den Endboss. Gucken wir mal, ob das klappt mit der Pistole hier. Kippt der um? Nein, nein, ich schaff's nicht wieder runter. Was ist das für Scheiß? Mann. Okay, Freunde. Mal sagen, bis gleich. Nochmal an der Stelle. Wenn das jetzt nicht klappt, würde ich sagen, lade ich nochmal einen Spielstand. Und, ja, hol mir nochmal mehr Munition.
Ah, dieses blöde Giftgas. Okay, das erste Mal ist getroffen. Dieses Mal ist auch getroffen. Ah, daneben, verdammt. Ah, was ist denn? Ja, mach doch. Alter. Okay. Heil dich. Irgendwie muss ich den doch jetzt treffen. Oh, was ist das für eine ekelhafte Szene hier? Aua! Ja, sprüh nur noch mehr. Ah, Lea! Nein. Gut. Dann schieß hier drauf. Los. Au! Verdammt. Freunde, wisst ihr was? Wisst ihr was? Ich gehe mir Munition holen. Ich gehe mir mehr Munition holen. Und, ja. Dann machen wir das Ganze nochmal gleich. Also bis gleich. Scheiße, Freunde. Mir ist gerade mal was aufgefallen. Ich habe da keinen Speicherstand mehr. Verdammt, und wenn ich auf Fortsetzen drücke, dann komme ich wieder hier raus. Das heißt, wir müssen das jetzt echt hier versuchen. Ich meine, wir haben ja eine große Fläche. Und da bitte weg. So, Freunde. Da ist das Ding. Und ich muss auf jeden Fall jeden Schuss treffen. Geh da raus. Geh da raus. So. Oh Gott. Okay, das war ein Volltreffer. Aua! Oh Gott. Oh Gott. Ich hoffe, dass wir das jetzt noch schaffen, weil sonst muss ich einiges nachspielen. Und das wäre unschön, muss ich tatsächlich sagen. Das wäre echt unschön hier. Yo! Na klar, komm. Und hier in den Rücken. Oder was? Nee, ich muss irgendwie sein Herz treffen. Sein Herz. Genau so. Gut. Brandpfeile bitte. Kombinieren und ausrüsten. Okay. Und weiter drauf. Ach, verdammt. Jo. Ah. Jetzt sprüht er wieder hier. Alles klar, aber... Ich konzentriere mich jetzt gerade. Oh Gott. Nein! Oh, ja klar, 360 Grad. Aua. Oh, ja, 360 Grad, genau. Einmal 360 Grad Schlag hier. Und ich sterbe. Ich sterbe gleich. Ne, das gibt keinen. Scheiße, Freunde, das gibt keinen. Keine Chance. Keine Chance, was ist denn das? So, nochmal. Nochmal, aber wie gesagt, ich glaube, dass wir hier tatsächlich eine Chance gegen den haben könnten. Der humpelt ja auch so komisch. Dass man nicht vernünftig schießen kann hier. So. Rauf aus dem Gas raus. So. Dann hier. Da. Ah, Mann. Da. Nein. Keine Chance. Echt nicht. Wie viel hält das Ding aus, sagt mal. Okay, ich muss mich heilen. Heilen und hier die Waffe wechseln. Kombiniere hiermit. So. Und jetzt hier mit... Ah, und ausrüsten. Alter, was ist das für ein Boss? Was ist das für ein Boss? Das gibt's ja wohl nicht. Okay, hier. Ja, klar. Und dann treffe ich natürlich auch mal wieder dich. So. Er blutet auf jeden Fall. Er blutet... Okay. Alter, ich hab Angst. Ich hab Angst vor dem Ding. Oh Gott. Und nicht in das Gas reinlaufen. Oh Gott. Was ist denn das hier? Und mal wieder daneben. Und jetzt ist es leer.
Jetzt habe ich nur noch den Granatenwerfer. Und meine Nase juckt ganz toll. Nur noch den Granatenwerfer. Das Ding lebt immer noch. Jetzt kipp doch mal um! Ja, toll. Danke. So, nochmal. Dieser Scheiß hier, echt. Dieser Scheiß hier. Der humpelt aber auch so komisch. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, Freunde. Wenn der so komisch hier rumhumpelt. Schieß doch einfach drauf, Claire. Okay, das war ein Volltreffer. Orange, okay, das brauchen wir noch nicht zu heilen. Oder doch, warte mal. Erstmal wieder hier hingehen, natürlich. Okay, jetzt muss ich mich heilen. Gegiftet auch noch, ja, toll. Ja, ist gut. Ah. Nochmal getroffen. Okay. Er bewegt sich langsamer auf jeden Fall. Er bewegt sich langsamer. Ah, jetzt lauf doch einfach hier raus. So. Es ist leer. Okay, das ist leer. Aber es kommt tatsächlich drauf an, wo wir den treffen. Ne, es kommt drauf an, wo wir den treffen. Ich hoffe, dass ich jetzt mit den Brandpfeilen noch was ausrichten kann. Au! Um Himmels Willen. Ja, das ist jetzt wieder... Komm. Er kippt um! Nee, er kippt um! Oh mein Gott! Oh, wir haben es geschafft, okay. Oh mein Gott, alter Schwede. Puh. Nach 5 Versuchen oder so. Oh. Oh Gott, Freunde. Boah, das war anstrengend. You're alive. I'm sorry. I failed you. Don't worry about it. Let's go. I swear I'll protect you next time, Claire. There's a snowmobile over there! Perfect! We'll be able to ride right over to the Australian base with this! Ah, perfekt. Okay. Wir haben es geschafft, Freunde. Was ein anstrengender Boss. Was ein anstrengender Boss das war. I won't forget about this. Alexia.
here. Alles klar. Oh mein Gott, aber was hat uns da gerade angegriffen? In der Zwischenzeit. Auf der verlassenen Insel. Chris Redfield? Following up on a lead given to me by Leon has brought me here. Leon, alter Freund. Ja! Freunde, wisst ihr, wer das ist? Das ist Chris aus Resident Evil 1, 2, 3. Der sagenumwobene Chris Redfield. Geil. Wie ihr seht, ein Stars-Mitglied. Don't worry, Claire. I'm coming to save you. Ach, wie cool, Chris ist aufgetaucht. Durch Leon. Ja, durch die Mail von Leon. Und wir spielen ihn auch noch. Und wir spielen Chris Redfield. Freunde, zum ersten Mal in der ganzen Resident Evil Serie spielen wir Claires Bruder, den sie so vergeblich sucht, schon seit dem zweiten Teil. Und hier ist er nun. Freunde, hier haben wir Chris Redfield. Größe 181 cm, also 1,81, Gewicht 80,5 kg. Von Stars. Ein Stars-Mitglied. Ja, sehr schön, Freunde. Ach, das freut mich. Oh, wer liegt denn da? Ah, cool, Freunde. Wir spielen zum ersten Mal Chris. Ja, und diejenigen von euch, die die Serie komplett gesehen haben, Resident Evil, wissen, wer Chris ist. Ein Stars-Mitglied, genau. Wo auch Jill Valentine und Barry und die ganzen Konsorten Mitglieder waren. Rebecca. Didn't expect to find another living ja, person so, left on the side. Wer bist du? Who are you? I came here looking for a certain girl. A girl? Have you seen anyone named Claire Redfield? Did you just say Claire? You know who she is, don't you? Don't worry about her. I helped her escape. Several planes took off from this island not long ago. While I can't say for certain, she was probably on one of them. I see. I guess my sister owes you. Thanks for helping. Everyone's gone. I may be the only other person left. Go on. Follow your sister and get off this island. Wieso lustig, wie denn? Das letzte Flugzeug ist weg. Oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Ach
der ekelhafte Wurm. Ah, ich muss ihn retten. Chris, ich glaube, du kannst ihn nicht mehr retten. Der ist gefressen worden. Und ihr wisst, ihr werdet euch wahrscheinlich erinnern, wer das war. Ein Grab. Maria Raval wohnt hier. Das war der Gefängniswärter, der uns am Anfang dieses Let's Plays aus unserer Zelle gelassen hat. Und dem wir mit dem Blutstillmittel geholfen haben. Chris, du bist zu spät. Claire ist nicht mehr da. Mensch. Ja, okay. Aber jedenfalls, wir haben jetzt komplett neues Inventar. Er hat natürlich weniger Menüplatz jetzt, weil er keine Tasche hat. Aber er ist ein Stars-Mitglied und ich freue mich mal wieder, ein Mitglied der Stars zu spielen. Das freut mich wirklich. So, was haben wir denn hier? Widmet die Flammen meiner rechten Hand. Ich könnte den Steindeckel öffnen. Ja, mach. Oh, da liegt was drin. Was ist denn das? Hier liegen zwei Maschinenpistolen. Aha, okay. Gut, Freunde. ja, wir spielen Chris und wir haben direkt eine Kiste. Ach, seid ihr nett. Und wir haben mit ihm auch eine Armbrust. Weil wir haben Pfeile bekommen. okay. Und Farbbänder, als ob wir den nicht schon... Ja, obwohl. Jetzt speichere ich aber mal. Kommt. Machen wir mal lieber einen Save hier. Ich mache ja auch nochmal einen Quick-Save. So. Dann. Genau. Überschreibt das bitte. Starten voll Teil 2. Das war in dem ganzen Gebiet noch nicht gespeichert, verdammt. Friedhof. Militärische Trainingsanlage. Ach, wie cool. Guckt mal, wir können wieder in die ganzen alten Gebiete, oder was? Ah, nicht überall rein. Okay, wir können nicht mehr in die Villa zurück. Das ist interessant. Gut, jetzt bin ich mal gespannt. Wir haben eine Kiste. Haben wir auch die Sachen von Claire? Okay. Alles klar, wir haben auch hier die Prozentwaffe und so. Wir haben die Sachen von Claire, das ist schon mal sehr gut. Muss ich sagen, weil das ist jetzt nämlich auch so eine Chance für mich, wieder mal ein paar Heilungen zu sammeln. Tatsächlich, weil wir brauchen hier ganz dringend Heilung. Und, die würde ich schon ganz gerne sammeln. So, die Muni kann nach vorne, das Messer brauchen wir nicht. Genau, den Granatenwerfer hat natürlich jetzt Claire. Aber wir haben hier die Kalaschnikow. Aber ich denke mal, die werde ich nicht direkt am Anfang brauchen bei Chris. Nein, was mache ich denn da? Kalaschnikow raus. So, Freunde. Ja, cool. Okay. Gut. Da allerdings die Folge schon wieder voll ist durch mein Gefehle eben, würde ich einfach mal sagen. Ja, machen wir hier mit Chris dann beim nächsten Mal weiter. Es wird sehr spannend auf jeden Fall. Ja, weil wir sind jetzt nochmal in den ganzen alten Gebieten. Und, können uns hier nochmal umgucken tatsächlich, wo wir schon mal mit Claire waren. Und wir sind jetzt mit Chris unterwegs. Das finde ich natürlich sehr cool. Gut, Freunde, würde ich einfach mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Genau, hier. Macht bloß ein Abo. Und, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.